Road to Infinite featuring Seelenpakt und Anja. Hi. Und wir spielen die lange Nacht des Trostes. Auf geht's, Halo Reach Kampagne. Bam, gib ihm. Zumindest steht bei der Map noch kein, dass wir das gespielt haben. Ich vertruste dir das jetzt. Deswegen. Ja. Nachher Endmap. Nee, das ist sie nicht. Der Feind ist verschlagener als gedacht. Die Kuppel war tatsächlich ein mit einem Allianz-Supercarrier verlinkter Teleporter. Äußerst gefährlich. Aber Hilfe kommt sofort. 60% der UNSC-Flotte kommen von ihrem Einsatz nach Reach. Die erste Kampfgruppe sollte innerhalb der nächsten 48 Stunden ankommen. 48 Stunden? Das soll sofort sein? Oh. Auf wen setzt du diesmal? Sie. Du setzt immer auf sie. Er frisst sie aus der Hand. Das Ding macht uns platt und wir sollen auf Verstärkung warten? Bis dahin sind wir tot. Unsere Geschosse sind entweder außer Reichweite oder mit ihren Schiffen abgestürzt. Du rennst offene Türen ein. Wie offen? Den Blick kenne ich, Cat. Sie können Nein sagen. Nein. Hören Sie doch erstmal zu. Gut, schieß los. Erinnern Sie sich an das verunglückte Kolonieschiff auf dem Weg nach Cygnus? 700 Tote. Fehler im Hyperraumantrieb, oder? Der funktionierte eigentlich. Nach einer Wartung wurde der Antrieb falsch montiert. Beim Start hat es das halbe Schiff zerfetzt. Und das hilft uns. Wie genau? Ein gewisser Supercarrier der Allianz könnte mit etwas Nachhilfe einen ganz ähnlichen Unfall haben. Selbst für dich, Cat, ist es... Inspiriert? So kann man es auch nennen. Was ist los? Na los, erklär's. Darf ich? Pass auf damit. Ziel? Zerstörung des Allianzträgers in der geosynchronen Umlaufbahn. Ist das genehmigt, Sir? Na, was denkst du? Oh. Vorgehen? Ein Hyperraumantrieb ersetzt die fehlenden Bomben. Liefersystem? Wir. Lösung? Uns da hochbringen und einen Hyperraumantrieb auftreiben. Danke fürs Leihen. Wir brauchen also nur ein orbitfähiges Schiff und das teuerste Gerät, das die Menschheit je geschaffen hat? Als einfacher Soldat habe ich natürlich keinesfalls Zugriff auf so etwas. Abgesehen davon könnte man, ich weiß nicht, auf dem nächsten nicht existenten Startplatz im nicht existenten Saber-Programm suchen, das von 3 Regierungen als absurdes Gerücht abgetan wurde. Und bei dem unser neuestes Mitglied natürlich nie Pilot war. Also, du machst mir Angst. Wir brauchen nur das Okay von Holland. Viel Glück damit. Sie werden ihn fragen. Ah, er wird sich nie darauf einlassen. Ist recht weit zur Startanlage. Näher wäre zu gefährlich. Verstanden, Commander. Den Strand hoch, Nobel. Ja, nice. Leute, ich bin jetzt nicht mehr 0815, Felix. Zeig mal, bist du das? Ja. Oh, du siehst jetzt mal... warum? Du siehst jetzt mal da was aus. Letztes Mal warst du ja Lappenpack, ne? Ja, richtig. Ja, nice, jetzt geht's aber. Du hast immer noch hier 1, 2, 3. Ah, es macht ja bei dir Sinn, das ist ja dein Geburtstag. Ja. Das ist voll gut. Ja, und man konnte nur 3 Ziffern nehmen, deswegen. Yes. Ja, du kannst auch Buchstaben nehmen, das wäre dann bei dir Ansch. 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 Okay, wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Ich folge hier einfach Anja. Oh nein. Als ob ich wüsste, wo es lang geht. Gehen Sie weiter. Ich weiß nicht, sind diese. Gehen wir mal da lang. Ach scheiße, hier war das mit Extra-Taste zum Laufen, ne? Ich habe jetzt zu viel Infinite gespielt. Oh, ja, stimmt. Ich weiß genau, was du meinst. Oh, Nico, hast du schon die schlechten Nachrichten übermittelt? Felix weiß schon, aber live haben wir es noch nicht gemacht. Ganz schlechte Nachrichten, Zuschauer. Halo Infinite hat keine Multiplayer-Kampagne at launch. Das heißt, wir machen jetzt hier die Road to Infinite zusammen, damit wir dann nicht zusammen spielen können. Ja. Richtig mies. Oh, das ist traurig. Ja, Mann. Es ist wirklich traurig. Einfach traurig. Das erst im Mai oder so.
rauskommen. Ja. Was halt brutal ist. Gott, ich will das hier gerade wie Infinite spielen. Ja, das ist ganz anders. Gott. Ich bin auch richtig getriggert. Weil so ein Nahkampf auf einmal nicht mehr mit RB, sondern mit B. Also mein Nahkampf ist auf RB, ich habe das so eingestellt tatsächlich. Aber laufen halt auf LB statt auf L3 und so. Mhm. Und das Aim ist natürlich hier ein bisschen anders, aber es ist gut. Aber ich muss erstmal wieder reinkommen. Ah, es ist besser mit Controller. Vor allem, ich werde das, schon spüren, wenn wir wieder Infinite zocken. Yep. Dann muss ich erstmal wieder reinkommen. Ich finde das geil, ja, dass wir hier einfach uns diesen Strand so hoch pimmeln, weißt du? Ja. So Normandie-mäßig hier. Was? Ich habe auf jeden Fall eine andere Empfindlichkeit. Was? Irgendwie die Geschwindigkeit des Spiels ist auch ganz anders. Ja, aber ich mag das. Also ich mochte eigentlich immer dieses Langsamere bei Halo. Hm. Wir haben hier Schutzschild oder Panzerungsschild. Schutzschild oder Panzerungsschild? Ich will Panzerungsschild. Ist das... Ja, das ist geil. Wenn du das machst und irgendein Fahrzeug fährt in dich rein, dann geht's halt einfach instant kaputt. Halle! Wir können, das haben wir gestern gemacht, jeder gegen jeden in Private Mansion machen bei Infinite. Das ist richtig lustig. Das macht Spaß. Ja, wir hatten richtig viel Spaß. Wir haben dich natürlich vermisst, so, aber... Eine Sniper will ich? Ach nee, komm, fick dich. Weiß nicht, brauche ich auch nicht unbedingt. Ja, ich... Dann sagt mir das Spiel mal, wie scheiße ich ziele, deswegen. Jo. Oh, ich wollte den überraschen, so von hinten und so. Was? Irgendwer hat den hier angebuffelt. Ich nicht. Du bist ja eine Unholdine. Ah, ich kenne dich gar nicht. Ich will das Ding eindrücken. Ich hab's eh gesehen. Du Eiskunstprinzessin, du. Oh, ja, oh, eine Schrotti. Stellt das so hin, als wäre ich der Elfen gleich über die Eisfläche geglitten. So ganz bist so wahnsinnig. Vielleicht auch. Nee. Ich war schneller als jetzt Anja, da war ich das glücklich. Lob an. Nimm es an oder ich schlag dich. Okay, ja, ist in Ordnung. Oh, hier ist Partikelschwert. Ich will keins, aber ihr könnt. Ah ja, nehmen wir das mit. So, wie läuft man jetzt? Ah, hier ist eine BR. Also ich laufe mit LB. Oh, Granate, ups. Warum tust du das? Ich laufe, also... Ich hab mit X. Ja, bei mir nicht. Mit mach X. Mal X, dann ist es auf X wahrscheinlich, ja. Ja, okay. Okay. Ja, da ist die Fähigkeit. Das sind so die zwei Steuerungen. Ich hab nämlich nichts umgeändert, außer genau das. Uiuiuiuiuiuiui. Wie ist der Sound eigentlich? Ist er in Ordnung, Leute? Ich weiß es selbst nicht, ob es bei mir in Ordnung ist. Ich hab den gar nicht gecheckt. Ich auch nicht, wir haben das schnell gestartet. Da war ich gar nicht vorbereitet für. Wir jetzt? Sorry. Alter. Ist aber unbequem, oder? Danke. Oh, was? Ja. Was? Ich dachte, oh. Gott. Drück mal LB. Oder X. Willkommen zur Operation Kinder. Also bei mir ist es LT. LT ist es, wenn du das meinst. Achso, nee. Mach mal X, dann machst du so einen Swobbity-Swob. Nee, das... Oh, ja, mit Lenken. Oh, das ist auch cool. Oh Gott, ja. Jetzt geht's auch. Ja, da kann ich die. Ja, so. Ist cool.
Okay. Okay, das ist wir spielen cool. überhaupt kein Halo, sondern hier Battlefront. Das war auch das Geile, es gab in Reach auch Missionen, wo du die Dinger wirklich benutzen konntest. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Ich glaube, erstmal sagt er uns tutorialmäßig, was wir machen. Ah, mit Y kann ich zwischen den Kanonen wechseln, okay. Oh, das ist cool. Oh Gott. Ja, cool. Lenken und LB für Ausweichmanöver bei mir. Geht das auch in eine andere Richtung so? Oh ja, geil. Übrigens, das nervt mich an Infinite am meisten, dass sich die Fahrzeuge alle wie ein Haufen Scheiße steuern. Und der steuert sich halt wirklich wieder gut. Ja, ja, weil gesagt. Das ist kein Infinite. Hier steuert sich... Das ist richtig, hier steuert sich alles gut. Ja, halt wirklich. Oh Mann. Das ist aber Infinite. Aufpassen, Banshees im Anflug. Banshees im Anflug. Stationsabwehr ist ausgefallen. Brauchen vorübergehende Unterstützung. Nee. Nee, hören wir zu. Sollen Banshees abpimmeln sollen wir jetzt. Wir sollen Anker 9 schützen. Oh, mehrere Signaturen im Anflug, Leute. Oh nein. Na, hier hinten irgendwo. Oh Gott, sie haben sich hergeportelt. Ich glaube, die haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren. Die haben den Portbooster verloren. Oh, es ist so schön. Oh yes, geil. Ich krieg so ein bisschen Rogue Squadron Feeling. Ja. Ja, nur dass das Aim viel einfacher. Ja, das ist viel besser. Ja, was heißt besser? Das Squadron ist halt sehr, sehr spezifisch. Ne, ich meine jetzt das hier, das Aim. Ja, guck mal, du schießt und das du triffst. Oh, leck! Ist das ein Feind? Das, nee, es ist ein Freund, aber der Freund schießt irgendwo auf den Feind. Da oben. Das ist so angenehm. Das ist einfach Auto-Aim. Ja, Mann. Das ist schon geil, ja. Muss nicht so viel treffen können. Aber oh. Das fühlt sich auch voll gut. Das macht so Spaß. Es sieht auch so hübsch aus, ne? Ja. Hier mit dem Bild, Himmelnebel, dem schönen. Oh, es sieht das Größere. Ein Seraph. Oh. Ui. Kabum. Wo ist oben? Jetzt habe ich ihm nicht zugehört. Ich war so mit der Optik hier beschäftigt. Irgendwas zerstören. Da oben fliegt ich mach den fertig, den. Warte, da. Vergisst eure Raketen nicht. Ja, ja, ich weiß, dass ich die hab. Ja, sag's nur. Okay, das war okay. Warne euch vor. Jetzt. Ja, daneben so. Da ist noch einer. Ich würde das jetzt gern im Versus spielen. Empfangen eine große Angriffsflotte. Luftstoßtrupp und Saber-Teams werden zum Angriff und zur Verteidigung der Station angewiesen. Ist die Allianz denn überall? Denker 9 an alle UNSC-Flieger. Stationsabwehr wieder eingeschaltet. Oh, mehrere Signaturen. Bahn frei. Wir heizen ihn ein. Oh, da kommt noch mehr. Oh, die haben Seraphs am Start. Das hatten sie vorher auch schon, Nico. Wo gut. Echt? Da habe ich ja nur die Benches gesehen. Alter. Ich mag dieses, dass unsere Station da einfach so richtig abgeht. Ach komm schon. Jetzt geht er yes. auf. Yes! Ja, dein Gesicht. Umdrehen. Yes! Eine Banshee. Noch einer. Geh kaputt. Oh. Bam! Oh, der Banshee ist aber schnell, du, wie so ein fucking TIE Fighter. Ach ja. Geil. Die TIE Fighter Squadrons. Jetzt sehe ich keinen mehr, jetzt brauche ich irgendwie. Wo sind die denn alle? Da schießen alle hin, da muss er fein sein. Wo sind die? Aua. Da ist noch einer. Da ist noch was, eine Seraphe. 600 Meter von mir. Eine Giraffe. Eine Giraffe. Eine Giraffe. Eine Giraffe. Oh. Baby. Ja, da ist noch einer. Luft, das gefällt mir. Fliegt so schön langsam dahin. Auch weg. Töte ja, alles, voll was entspannt, meine oder? Ja. Hören Sie bitte auf mich zu schießen. Bin ich nicht in Ordnung? Schweben in der Luft. Leute, ich hab auf Spaß. Auf Phantoms kommen. Ja, mir gefällt das. Wie sich Felix freut. Ja, noch größere Feinde. Irgendwie noch größer von ihm. Wo sind sie denn? Ja, oh, da jetzt. Sind sie. Oh Gott. Oh mein Gott, so groß sehen sie gar nicht mehr aus. Oh yes! Wuhu! Tschüss! Okay, der ist zu weit weg, dann mach ich ja den hier. Nico, darf ich nicht abschießen. Du kannst es versuchen, oder? Nee.
So, da ist noch ein Phantom. Deine Banshees. Um. Oh, ich mag die Raketen, das ist ja lustig. Das ist halt richtig gut. Du musst nice. Nichts tun. Wo sind sie denn? Da kommt noch der Banshee. Da ist noch ein Seraph. Da ist auch noch ein Banshee. Bumm! Alles geht in die Luft. Und jetzt? Trifft das überhaupt gerade? Noch mehr. Der Seraph. Oh, die sind weg! Die ist abgehauen! Weggewurmt haben die sich. Jo. War einfach zu gut. Guck mal, wir haben es geschafft. Also alle. Wir dürfen andocken. Wo darf ich andocken? Da ist ein blauer Pfeil. Wow. Jo. Ich zapp da jetzt einfach rein, wie ein Verrückter. Ich bretter da auch voll drauf zu. Oh, okay. Ja, gut. Bretter da einfach rein. Warnung, entweder Eintritt. Cockpit-Druckablass abgeschlossen. Kabinendachhebel aktiviert. Der Allianz die Bombe zurückbringen. Ganz. Max, Sokotop, Siva. Nobel 5, bitte wiederholen. Oberflächenraster 19x22. Gerne. MND-Schwertbasis, Sektor 18G. Wärmebild ein. Nobel 5, Ihr Puls ist erhöht. Sie können für Dr. Halsey und die anderen in der Schwertbasis nichts tun. Die Berechnungen stehen fest. Nobel 5. Ich weiß. Bravo 029, Sie dürfen die Schubdüsen wieder anwerfen. Nobel 6, hier spricht Holland. Ich höre Karl. Wir haben ein Schiff der Korvettklasse markiert, das Kurs auf unser Ziel hält. Mit unserer provisorischen Bombe an Bord wird die Korvette zum Lieferanten. Nobel 5 eskortiert die Bombe, Ihr Sabre Team macht uns Platz zum Beladen. Verstanden, Karl. Da sie schon Ihren Hyperraumantrieb gegeben hat, wird die Savannah Ihnen mit lokaler Feuerunterstützung zur Seite stehen. UNSC Savannah. Wir stehen hinter ihm, wenn auch am Boden. Ich riskiere hier meinen Kopf für das Nobel-Team, Lieutenant. Wir erledigen das, Colonel. Sechs aus. Zielkorvette in Reichweite von Navigationsstation RA-15 gesichtet. Haben Sichtkontakt. Ziel bestätigt. Oh ja. Was geht weiter? Feuer Krieg! Krieg! Wo ist der Krieg? Oh, ist voll weit weg, ey. Ja, ist zu weit weg, aber ich schieß trotzdem drauf. Schnapp mir den. Fenster! Wow, auf einmal sind die nicht mehr weit weg. Feuer frei! Yes! Also bei den Seraph am besten erstmal den Maschinengewehr, das Schild weg und dann mit ja, dem. Dann die Raketen, ja. Genau. Gute Idee, Savannah. Weil die Raketen fallen ab. Nobel 6 markiert Ziele. Haupttriebwerke der Korvette ausschalten. Habe ich jetzt auch verstanden. Oh. Alles. Was sollen wir nochmal ausschalten? Das große Ding. Hat man die hier. Legt nee, ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, weil ich muss einmal dahinter. Dahinter ja. Wuseln. Oh, das ist ein Seraph. Juhu. Ein Seraph. Eine Giraffe. Und wieder. Oh Gott. Oh, warst du da dran? Oh, okay, Felix, das war. Das war hart. Ich oh, dachte, Gott. Ich kann noch. Okay. Okay. Ja, das darf ich nicht. Bitte entfernen nicht, Felix. Bitte vergib ihn mit B. Okay. Anja hätte dich gerade kicken können, ne? Warum denn? Was habe ich denn getan? Du hast sie wohl betrogen irgendwie. Ich habe sie betrogen. Ja. Okay. Nein. Der betrügt mich. Ich glaube, ich bin Felix ins Feuer geflogen, deswegen. Vielleicht nicht bedacht, dass mich das töten könnte. Das ist gerade Will Wheaton, der uns das sagt. Ja. Die Staffeln sind wohl zurück von Patrouille, Echo 2.
keinen entkommen lassen, Sabers. Abschießen, bevor sie entkommen. Oh, der Banshee war ja schnell weg. Ah, jetzt hat er wieder sein Schild. Und jetzt wieder feuern? Yes. Okay, Dan. Oh, sehr gut. Das war eine Doppelaktion. Hast du gut gemacht, Nico. Merci. Oh, der ist auch kaputt. Ja, oh, wow. Oh. Gerade zusammengestoßen. Ja. Das war doch romantisch. Das soll ein bisschen ausgeputzt sein. Sehr romantisch. Genau. Dort. Sämtliche Daten zur Korvette analysieren. Zugang suchen. Okay, lief gut. Haben wir gut gemacht, ja. Eine strukturelle Schwachstelle um eine Plattform oben auf dem Schiff. Wo? Was? Noble 6. Sofort auf der oberen Landeplattform der Korvette landen. Ah, okay. Machen wir. Ach, landen, ich dachte, wir müssen die kaputt machen. Land da jetzt drauf. Ich wollte jetzt auch wieder so reinfliegen mit Wucht. Ja, die haben halt gesagt Schwachstelle. Haben wir scheinbar schon kaputt gemacht. Oh ja. Angriff! Oh, okay. Da rein, oder was? Ja. Ja. Das ist die Map! Ich erinnere mich, wo Nico und ich uns nicht gefunden haben die ganze Zeit. Oh Gott, außen ist er so voll. Oh Gott. Ja, stimmt, stimmt, da haben wir uns im Kreis immer so. Ja, ja, ja. Oh, hier müssen wir außerhalb von dem Ding zu. Oh, hier drin ist es auch. Ach, das ist gar keine BND am R haben wir jetzt dann. Schmutz. Ach, mit RBs nachher. Ach, schön. Alles so, so anders. Oh Gott, gegen die Wand platsch. Oh, ja. Das ist aber irgendwie lustig. Dass es sich so allmäßig steuert in Slow-Mo. Hier, hier ist ein super Schild. Und ein Schubschild. Nehmen das jetzt. Okay, wo seid ihr? Okay. Legen wir die Hyperraumbombe an Bord. 6 zum Hangar. Ah ja, da hinten, okay. Ah, ist alles Müll. Wohin denn? Na, hier, oh, hier, hier. Unten. Ach, hier unten. Ist alles so dumpf. Keinen eigenen Sound. Wo war ja, die jetzt? Ja, der hat halt nur meinen Sound tatsächlich. Da war die Waffe. Oh. Du warst dann neben mir, also. Dankeschön. Das ist ein geiler Schild. Geht das kaputt da? Ja. Oh, ah, das ist so ungewohnt. Das ist schon lustig. Kann du ich kannst sogar erinnern. In der Luft fliegen und dann von oben auf die raufschießen. Ey. Ich mag das halt, wenn man innerhalb der Kampagne immer mal irgendwie was Neues Geburtstag. Probiert oder macht. Oder Geburtstag ja ist gar nicht so laut. Oh. Ja, oder? Oh, das weil hier alles gedämpft ist. Das ist ja uncool. Ey. Oh, halt Nadelwerfer. Ich brauche dieses Rennen wieder zurück. Das macht mich fertig, dass ich nicht hier laufen kann. Hier war das mit wieder mit RB, dass man das tauscht. Wo denn? Braucht hier? Das? Geben Sie mir. So. So, jetzt kann ich wieder rennen. Bin ich wieder Speed. Ah, bester Name. Kurz alles aktivieren. Oh, es ist schon lustig. Kommst du da hoch? Ja. Ui. Easy going. Da müssen wir noch irgendwo was anderes gleich aktivieren. Auf der anderen Seite? Nee. Ja. Rein da! Genau! Ja. Pulverfass ist an Bord, Kame. Verstanden. 6, bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke. Das Auftanken der Korvette beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. 5, schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also Beeilung, okay? Let's go! Noble 6, bringen Sie die Korvette auf Kurs. Ich habe fast keine Munition für die Waffe. Auf der Brücke finden Sie die Steuerung. Oh, warte, da muss ich nochmal hin. Wo bist du? Ja, gleich hier, wo wir gestartet haben. Oh, hier ist Munition. Ja, doch, damit bin ich zufrieden. Ich bin eingedeckt mit allem, was ich brauche. Ich auch. Feindkontakt! Oh, jetzt hüpfen wir wieder normal. Ja, aber dafür hat man den Grunt-Geburtstag auch wieder. Das stimmt. Jetzt habe ich keine Munition mehr mit Nadelwerfer. Verstanden, Savannah. Unser Team ist drin. Lösen! Oh. Oh, ich bin oh Gott. Oh nein, da draußen. Verdammt.
nicht der Reaktor. Oh, was? Ich räch dich. So. Danke. Richtiger Pisser. Wenn du deine Sachen willst, die liegen hier unten, da wo Nö, ich stehe. Ich hatte nee? Das gleiche wie jetzt. Naja, okay. Warum kippt der Scheiß hier um? Nobel, Sie stecken tief drin, ohne Deckung. Setzen Sie die Korvette in Bewegung und verschwinden Sie! Mir fehlt jetzt das Klettern vom Infinite. Ja. Stimmt, ja. Ach, schön. Das wird aber nicht besser. Oh, Zielen ist viel angenehmer. Dreh dich um. Ja, absolut. Generelle Spielgeschwindigkeit. Das gefällt mir so. Oh, der Ja, jetzt hab ich. Oh, wie du einfach Hals umgedreht hast. Hier ist auch noch einer. Ja. Oi, oi. Oh, das ist. Oh, ja. Oh, 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 oh. Ich hab dich kurz als Feind identifiziert. Das war ein Fehler. So. Oh, sie im Nacken. Oh, das sah gut aus. Sie mal für den Nacken. Da ist noch unsichtbarer. Oh, ja, ja, verfehlt. Oh, hat getroffen. Doch, geil. Geil. War mir nicht sicher, ey. Setzen Sie die Korvette auf. Ah, so kann ich dann nutzen. Was ist denn das? Das verwende ich jetzt dann. Wir wissen, was das für eine Granate ist. Mal. Sehr gut, Nobel 6. Kinnhaken initiiert. Korvette ist unterwegs. 6, unsere Mitfahrer. Oh, ich die Waffe, werden wir gleich sehen. Zurück zum Anker. Yeah! Und bleib uns. Ja! Oh, voll gut. Liebe das Ding. Oh, ist das ein Nadelwerfer nur? Sniper? Willst du wieder auf eine Nadel zu werfen nach mir? Ist aber richtig. Also ich bin den Typen hier hinterher gelaufen. Okay. Ich auch. Den Typen seid ihr. Der sah aus, als. Der sah aus, als ob er wüsste, was er da tut. War die Magie. Hier auf? Hallo? Geht hier auf? Nee. Ja, hier oben, aber können wir weiter. Okay, ich bin hinter dir. Und jetzt geht die Tür auf? Ja. Oh. Weitere Feinde! Oh, ich mag die Waffe. Kann man rüber springen? Fuck. Fuck. Danke fürs Kommen. Der Feind macht den Pelican. Oh Gott. Ich hatte kurz Angst vor George. Ich hatte auch gerade gedacht, das ist weiß. Wollte schon drauf schießen. Nee, ich hab auch so eine Nadelwerfer-Gewehr. Munition. Oh, das ist ein Raketenwerfer. Okay. Oh, also was jemand... liegt denn hier so rum? Das ist ein Raketenwerfer. Bin gewillt, den mitzunehmen. Kannst du hier auch gehen? Irgendwer ist hier umgekippt von unseren People. Ja, komm. Er bebt. Was müssen wir tun? Hier, oh, Gegner nee. Töten und also das Ding verteidigen. Ah, wo sind sie denn? Kommen, glaube ich, so im Wellen. Ja. Ja, wahrscheinlich. Da hinten kommen sie. Batz, batz, batz. 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 Ich sehe sie nicht. Na, da, wo alle hinschießen. Oh Mann, die Runde habe ich komplett verpasst. No, ich hätte die erste Runde verpasst, wenn du dich besser fühlst. Aber ich habe mich auch entscheiden müssen, ob ich den Raketenwerfer nehme oder nicht. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und hast du ihn genommen? Ja. Also das war sauber, das kann man nicht anders sagen. Kommen Sie oben links. Das ist die Elite. Ah ja, jetzt krabbeln die ja auch hier oben rum. Yes. Habe ich nicht gerade gesagt oder so. Weiß nicht, ich höre ihm schon lange nicht mehr zu. Oh. Felix auch nicht? Doch, Felix? Nein. Nee, nee, aber ich habe gesagt, die sind oben links. Ja, deshalb. Ach so, ja, dem höre ich auch nicht zu. Okay. Dann halt so. Geht schneller. Die Mucke. Ja. Ja, ist schon gut. Wir kommen nicht zurück zu den Sabers. Nobel 6 zu mir. Taschentuch. Nase.
Dieses Schiff nähert sich der Auftankroute des Allianz Supercarriers. 76 Sekunden zum Ziel. Verdammt! Ah, das war's dann also. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Der Vogel hat was abbekommen und die Düsen sind im Eimer. Man kommt also nur mit Schwerkraft hier weg. Und die Guten? Das waren die Guten. Bei aktueller Geschwindigkeit 53 Sekunden ja, zum Ziel. Ja, ja. Die schlechten Nachrichten? Der Timer ist hin. Ich muss sie von Hand zünden. Das machst du nur einmal. Wir sterben alle irgendwann. Geh lieber sechs, die brauchen dich da unten. Hör mal, Reach war gut zu mir. Zeit, sich zu revanchieren. Nimm mir das nicht. Macht der Arm drücken mit dir, oder was? Die sollen sich reinhängen. RIP. Ja, George. Laut die Achievements. Das ist so Felix. Er ist gestorben, das ist traurig. Achievements!